In Österreich konsumieren knapp 90% Fleisch regelmäßig oder gelegentlich. Das Angebot an pflanzlichen Alternativen könnte bald durch künstlich erzeugtes Fleisch aus dem Labor erweitert werden. Von den Menschen in St. Pölten wollten wir wissen, wie sie zum Thema Laborfleisch stehen. Wir haben eine große Viehzucht daheim und ich sehe das ein bisschen skeptisch. Aber es wird sich wahrscheinlich für den einen oder anderen durchsetzen. Würden Sie das Laborfleisch kosten, wenn es auf den Markt kommt? Auf jeden Fall kosten würde es. Das ist klar, warum nicht? Sie kann mir nicht vorstellen, dass es schädlicher ist, wie das derzeit behandelte normale Fleisch von der Großindustrie, also von den Bauern, die eigentlich ein Industriefleisch selber schon erzeugen mit einer Tierfabrik. Kann man nicht vorstellen, dass es schlechter ist. Würden Sie Laborfleisch kosten, wenn es am Markt kommt? Kosten die das schon? Eher wir nur Fleisch von einer Tierfabrik. Ich bin dagegen. Also ich will ein normales Fleisch und kein Laborfleisch. Wieso sind Sie dagegen? Ja, warum? Ich glaube, das hat auch nicht den richtigen Geschmack wie ein anderes Fleisch, oder? Es ist künstlich. Ehrlich gesagt, ich bin nicht begeistert. Wieso sind Sie nicht begeistert? Ja, weil mir ist wichtig, eine gute Tierhaltung. Und dann weiß ich, von wo das herkommt. Und ich kaufe Rindfleisch vom Bauern. Würden Sie Laborfleisch kosten, sobald es auf dem Markt ist? Eher nicht. Weil? Weil ich nicht davon überzeugt bin, dass das wirklich gesund sein kann. Absolut dagegen, weil es nicht sinnvoll ist. Es werden Ressourcen freigesetzt, die, finde ich, für andere Werte viel besser genutzt werden können. Wenn man den Fleischkonsum generell einschränken würde, würde man das alles nicht brauchen. Na, ich finde das ekelhaft. Entweder man nimmt normal natürliches Viech, aber gezeugtes, das ist genauso wie das Vegane. Das ist nur eine Augenauswischerei für die Leute. Fleischalternativen sollen etwa den ökologischen Fußabdruck senken und weniger Tierleid verursachen. Künstlich hergestellte Fleischerzeugnisse aus Muskelgewebe sind bereits in Singapur, Israel und den USA am Markt erhältlich.